Ein Soldat. Machen wir ihn platt. Gelalten. Ich möchte hier auch noch mal nachsehen. Nur das hier. Mal sehen, ob ich irgendwas habe, das ich ihm geben kann, das wofür er mich durchlassen würde. Nein, also wir kriegen das momentan leider noch nicht. Das ist schade. Dann kriegen wir das hoffentlich später einmal. Dann speichern wir einfach und dann machen wir uns auf den Weg nach Bafsuk. Soldat. Gewonnen. 25 gelalten. Bei Mino ist Sui irgendwas gestiegen. Tsubasa, das war das Ausweichen. Nein. Die Schnelligkeit ist gestiegen. Sechs Goblins. Goblinwächter. Oh, Maria wurde getroffen, Leute, mit Bogen für 13 Lebenspunkte. Das ist mehr als ein Viertel gewesen. Das steigert doch hoffentlich ihre Lebenspunkte. Das finde ich auch vollkommen okay so. Dann wollen wir die Gegner doch mal schnell besiegen. Nicht, dass die sich was anderes einfallen lassen wollen. Da war ich schon wieder zu schnell. Ah, einer wurde besiegt. Sehr schön. Der von Guy wurde besiegt. Und der Rest wird jetzt sowieso besiegt. Schön. 67 gelalten. Frionir ist Schieße gestiegen. Maria sind die HP gestiegen. Ja. 50 HP, Leute. Endlich mal ein bisschen. Schön. Und dass bei Frionir der Schieße wieder gestiegen ist, das heißt, er macht jetzt mehr Schaden. 9. Toll. Also mehr Schaden mit Schwarzmagie. Maria hält mir aus. Ich würde tatsächlich jetzt auch mit Maria heilen wollen. Einmal kurz. Oh, ich glaube, ich mache nochmal. So, jetzt wurde gern ein bisschen geheilt. Maria ist wieder voll. Mino ist voll. Frioni ist voll.
Wisst ihr was? Ich möchte das speichern. Dass Maria Lebenspunkte bekommen hat, das ist etwas Wichtiges. Fünf Goblins! Tja, da war jetzt nur Frionir dran. 74 Kilo halten. Bei mir, Maria, ist was gestiegen. Ist die Magie gestiegen? Tatsächlich, Blizzard ist auf Level 2 gestiegen, Leute. Einfach nur dadurch, dass ich ihn ausgewählt habe. Er kam nicht mal dran. Aber das hat offenbar schon gereicht. Ich habe also nicht mal Mana gezahlt dafür, Leute. Aber es hat gereicht, um ihn zu verbessern. Das finde ich toll. Also Blizzard habe ich schon auf Stufe 2, Leute. Während ich Donner und noch auf 61% habe und Feuer auf 32. Das heißt, ich habe Blizzard dreimal so oft benutzt wie Feuer. Und Donner doppelt so oft benutzt wie Feuer. Aber die beiden kosten noch einen Mana, Leute, während das jetzt zwei jetzt kostet. Deswegen würde ich die jetzt vor in erster Linie noch ein bisschen üben wollen. Also nur noch erstmal vorerst nur noch Donner und Feuer. Blitzpfeil und Feuerpfeil statt Eispfeil. Aber gegen einen normalen Soldat greifen einfach alle an, Leute, und dann fällt das schon um. Zwölf Kilo halten. Ein Läufer. Den greifen wir auch einfach an. Drei gehalten. So, jetzt möchte ich mal kurz auf der Weltkarte sehen. Nach unten geht es ja nach Bavzuk. Und nach rechts wäre aber nur das Meer, da wäre sonst nichts. Dann möchte ich mich da noch ein bisschen umsehen. Ein Läufer. Denn ich glaube, das hat mir damals gar nicht gemacht. Sechs Skill erhalten. Ah doch, das ist ja gar nicht mal so viel. Wir hatten das schon gemacht. Noch ein Läufer. Frieden hat 4 Schadenspunkte kassiert. Hat ihm nicht gefallen. Gewonnen. Drei gehalten. Geht es da eigentlich nach unten irgendwo noch weit? Oh, laut Weltkarte kommt ein komplett neuer Kontinent dann. Da gehe ich noch nicht weiter. Dann bleiben wir hier erstmal. Also kurz speichern. Dann ist das da oben auch schon das Schlachtschiff, Leute. Das wir wohl holen sollen. Ich glaube, ich gehe erstmal ins Inn. Also nochmal heilen. Ich glaube, diesmal lasse ich Frionir heilen. Oh, nur noch Guy. Gut, aber dann den einen Punkt, den heile ich Guy. Direkt.
Wären sich egal gewesen, Leute, ob ich jetzt ein Gil zahle für den einen Lebenspunkt oder den einen Mana-Punkt. Aber so habe ich jetzt für Kehr noch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Und es kostet eh nur 12 Gil. So, wir sind, glaube ich, bei dem da unten. Wir hatten ja hier schon mal mit allen geredet. Die Stadt ist ja, glaube ich, besetzt. So, Saiken, Mihariga, Bogen, Samanikawata. Dark Naito, Kuraberuto, Rakuni Natayo, Arede, Teikoku no Shogun, Towa, Tada no Aho, Otto, Imanova, Kikana Kata, Koroni Shitekure. Okay, also sagt uns jetzt, dass Bogen verschwunden ist, außer nichts einfach und oder dass wir ihn ja besiegt haben, vielleicht weiß es, aber das lese ich hier leider nicht gerade nicht raus. Und dass der dunkle Ritter da oben vergleichsweise, ich weiß nicht, ob also vergleichsweise wirklich steht da wirklich Kuraberu, heißt vergleichen, Leute, also dass vergleichsweise, ich weiß nicht, Stärke oder Schwäche ist, das kann ich auch nicht rauslesen, aber er vergleicht die beiden tatsächlich. Und naja, er sagt, dass irgendein, wer war das? Teikoku no Shogun, also der Anführer vom Dunklen Königreich, ist ein Idiot. Genau, den Rest verstehe ich nicht. Deswegen wird das übersetzt, Leute, denn ich glaube, das ist ja jetzt Hauptquest wieder. So Leute, fertig. Gefällt es euch eigentlich, wenn ich anstatt zu sagen, ich bin gleich fertig und sowas und Rückmeldung zu geben, einfach nichts sage und euch dafür die Musik anhöre, während ich anhören lasse, während ich übersetze? Würde mich interessieren, schreibt doch mal in die Kommentare, ob was besser ist. Okay, also er sagt, er hat kürzlich den Bogen gesehen eben und der war schwächer als der Dark Knight. Und der, verglichen zum
zum General des Imperiums war er einfach nur ein Narr? Aber hoppla, lasst uns lieber nicht darüber reden. So, dann, da sagt er was. Das ist, glaube ich, das Gleiche. Und nein, er sagt irgendwas über Bogen. Dann möchte ich das doch nur übersetzen. So, oh, Antaba Nakamaka. Dark Naito ga Iru Aidaba. Kanshi ga ki Bishkute. Kodo de Dikina Katanda. Bogen war Ibarikusate Irudakeno Manu Kedayo. Okay, da habe ich auch nicht viel verstanden. Der erste Satz ist einfach, Leute. Oh, du bist ein Kumpel. Ein Kollege ist ungefähr. Jetzt habe ich am Anfang des ersten Wortes, Leute, bis zum ersten Leerzeichen einen Fehler gehabt. Und da muss ich wieder das ganze Wort löschen. Das ist echt blöd. Weil hier nämlich nur Hiragana und Katakana sind. Kann Google, oder ist Google offenbar so schlecht, dass es das nicht übersetzen kann? Das ist offenbar auf Kanji ausgelegt. Und Kanji können nur von es kann die Kanji tatsächlich nicht richtig übersetzen, wenn man dann die Position des Cursors ändert. Das ist ekelhaft. Deswegen ist jeder Schreibfehler, den ich mache, Leute, verheerend. So. Also, er sagt, du bist also auch ein Kollege von den Rebellen halt, Leute. Während der strengen Bewachung vom Dark, oder Überwachung vom Dark Knight, also dem dunklen Ritter, konnte er nicht wirklich viel tun. Und Bogen ist eine dumme, verkommene Person. Wow. Und der war schon stark für uns. Na gut, Kusen, da sagt er nichts. Mithri, sagt er nichts. So, Dai Senkan, Leute, das große Schlachtschiff.